und willkommen zurück zum Videolernzyklus Einführung in die Logik. Was machen wir heute? Also du solltest bereits wissen, wie Aussagen logischer Formeln definiert sind und du solltest auch abkürzende Schreibweisen für Formeln kennen. Das haben wir beides im letzten Video gemacht. Dann können wir nämlich heute definieren, wie Formeln interpretiert werden. Und im zweiten Schritt wollen wir Wahrheitswerte mithilfe von Wahrheitstafeln berechnen können. Schauen wir uns nochmal wieder das Beispiel, das kompliziertere Beispiel aus dem Begrüßungsvideo an. Wir haben die folgende Aussage. Wenn die Sonne scheint oder es bewölkt ist, fahre ich mit dem Rad zur Uni, sei denn Peter kommt mit, dann gehen wir gemeinsam zu Fuß, falls die Sonne scheint. Wir hatten das schon übersetzt in der aussagenlogischen Formel. Also S steht dafür, dass es sonnig ist, die Variable W steht dafür, dass es wolkig ist, P steht für Peter kommt mit und R steht für ich fahre mit dem Rad zur Uni. Und da haben wir uns im Begrüßungsvideo schon überlegt, dass wir dann die Aussage da oben im allgemeinen Text übersetzen können in eine Formel wie folgt. Wir sagen S oder W, also es ist sonnig oder wolkig und nicht Peter kommt mit und die Sonne scheint, also nicht P und S, dann eher, das heißt, dann fahre ich mit dem Rad zur Uni. Jetzt hatten wir uns die Fragen gestellt, heute ist es Wolken, Peter hat verschlafen, kommt also nicht mit, kann es sein, dass ich zu Fuß zur Uni gehe? Dann wollen wir ausrechnen, ob das sozusagen stimmen kann, das heißt, wir gucken uns die folgenden Belegungen an und die folgenden Wahrheitswerte. S ist gleich 0, das ist nämlich wolkig, also nicht sonnig, das heißt aber auch B ist gleich 1, P ist gleich 0, denn der Peter kommt hier nicht mit. Und R ist auch gleich 0, das heißt, ich gehe zu Fuß zur Uni und wir wollen prüfen, ob das klappt. Das heißt, wir setzen das sozusagen oben in unsere Formel ein und haben dann 0 oder 1 in Klammern und nicht 0 und 0 impliziert 0. Dann rechnen wir das weiter aus, also 0 oder 1 ist 1, weil 1 von den beiden ist ja wahr. 0 und 0 bleibt 0, die Negation davon ist 1, dann 1 und 1 ist beides wahr, das heißt, das ist 1 und 1 impliziert 0. Das hat insgesamt den Wert 0, weil aus was Wahrem können wir nicht was Falsches folgern. Das heißt, unsere Formel hat den Wert 0, ist falsch. Das heißt, ich gehe nicht zu Fuß zur Uni, das heißt in diesem Fall, ich fahre mit dem Rad. Okay, wie können wir das Ganze jetzt ein bisschen formalisieren? Also wir haben uns ja gerade schon sozusagen Belegungen oder Wahrheitswerte angeschaut, die wir für Variablen einsetzen. Formal sieht es wie folgt aus. Wir betrachten das Alphabet aus dem letzten Video. Unser Alphabet A hat einfach Klammer auf, Klammer zu, die Negation und das Und. Und jede Menge Zeichen für Variablen, a, b, c und so weiter und x0, x1, x2 und so weiter. Und dann sagen wir eine Funktion Beta von der Menge der Variablen nach 0, 1 heißt aussagenlogische Belegung. Das heißt, was macht diese Funktion Beta? Für jede Variable sagt sie, ob die den Wert 0 oder den Wert 1 hat. Das heißt, ob sie falsch oder wahr ist. Konkretes Beispiel, das hatten wir gerade schon. Also Beta von S ist 0, Beta von W ist 1, Beta von P ist 0 und Beta von R ist 0. Das ist genau das Beispiel von der vorherigen Folie. Ich habe gerade gesagt, die Funktion Beta muss das für jede Variable sagen, ob sie den Wert 0 oder 1 hat. Zum Beispiel auch für die Variable A. Aber in unserem Beispiel ist das gar nicht relevant, weil die Variable A kommt in der Formel ja gar nicht vor. Ja, da müssen wir auch nicht wissen, was sie für einen Wert hat. Das heißt, wir können vereinbaren, dass wann immer die Variable in der Formel gar nicht vorkommt, wir den Wert einfach undefiniert lassen, sonst müsste man da immer irgendwie, ich meine, man könnte auch sagen, ist dann immer 0 oder ist dann immer 1, aber es ist vielleicht einfacher, wenn wir einfach uns darauf einigen, dass wenn die Variable gar nicht vorkommt, die Belegung auch da gar nicht definiert sein muss. Das heißt, es kümmert uns nicht, sondern wir kümmern uns nur in diesem Beispiel um die Variablen S, W, P und R, weil das sind die, die tatsächlich in der Formel vorkommen und auch relevant sind. Okay, wie können wir dann formal die Bedeutung der Formel definieren? Also wir definieren eine Relation, die sieht so wie folgt aus, das ist ein senkrechter Strich mit so einem Gleichheitszeichen dahinter, zwischen Belegung Beta und Formeln Phi. Und diese Relation gibt an, ob Phi wahr ist unter der Belegung Beta, beziehungsweise ob die Belegung Beta die Formel Phi erfüllt. Das kann man so oder so sagen, die Sprechweise ist da ganz egal. Wie sieht es formal aus? Also für alle Belegungen Beta und alle Formeln Psi und Chi und alle Variablen x gilt folgendes. Jetzt definieren wir das sozusagen genauso, wie wir Formeln auch definiert haben, induktiv oder rekursiv. Also wir sagen, Beta glaubt x für eine Variable, genau dann, wenn Beta von x den Wert 1 hat. Ja, oder anderes, die Variable x ist wahr unter Beta, wenn der Wert 1 ist. Das haben wir ja vorher immer schon so gesagt, 1 steht dafür, dass die Formel oder die Variable wahr ist. Dann im zweiten Schritt müssen wir sagen, was mit Negationen passiert. Also Beta glaubt nicht Phi, genau dann wenn, nicht gilt, dass Beta Phi glaubt. Ja, also das ist genau das, was eine Negation heißen soll. Und im dritten Schritt müssen wir sagen, was bei dieser Unverknüpfung passiert. Ich meine, wir können vorher noch eben festhalten, also für den Fall, dass nicht Beta glaubt Phi gilt, dann können wir das auch sozusagen einfach mit so einem durchgestrichenen Zeichen
festhalten. Einfach als abkürzende Schreibweise und dann schließlich sagen wir, also better glaubt Phi und Chi in Klammern, genau dann, wenn es beide einzelne glaubt. Also better glaubt, dass Phi gilt und better glaubt, dass Chi gilt. Und damit haben wir sozusagen für alle Formeln definiert, wann die wahr sind in der Belegung, weil wir jetzt sozusagen einfach rekursiv über die Formel aufbauen und überlegen können, okay, wir haben unsere komplizierte Formel und wir teilen das dann in Teile auf. Zum Beispiel, wenn die aus zwei Unteilen besteht, im dritten Schritt, dann müssen wir jetzt nur noch prüfen, ob das für beide Teile einzeln gilt, für die Negation genauso, für den kleineren Teil und am Ende haben wir nur noch Variablen und gucken, ob es für 0 oder 1 gilt, sozusagen, ob die Variable die Werte 0 oder 1 haben. Okay, das heißt, wenn wir das Ganze jetzt von der anderen Seite mal aufschlüsseln, schauen wir uns erstmal an die Wahrheitswerte für die elementaren Operationen. Ja, also wie kann man das jetzt, ich meine, das war die formale Definition, wie kann man das jetzt konkret wirklich in der Praxis ausrechnen? Wenn wir uns das und anschauen, ja, also die Tabelle ist wie folgt zu interpretieren. Ich meine, wir haben jetzt hier sozusagen eine Zeile hier oben. Da gucken wir uns die Werte 0 und 1 an. Hier haben wir die Werte 0 und 1. Und das ist immer die Verknüpfung. Das heißt, wir sagen 0 und 0 ist 0. Also zwei falsche Aussagen mit unverknüpft sind immer noch falsch. Auch eine falsche und eine wahre Aussage mit unverknüpft sind falsch. Genauso hier. Wenn wir zwei wahre haben, 1 und 1, das ergibt insgesamt 1. Für die Negation ist es ganz leicht zu sehen. Die 0 negiert wird die 1 und die 1 negiert wird die 0. Jetzt können wir uns das Ganze auch für die komplizierteren Operationen anschauen, die wir vorher als Schreibweise definiert haben. Ja, was heißt das eigentlich, ein Oder zu sein? Wir können einfach sagen, also 0 und 0, es gibt immer noch 0, wenn wir es mit Oder verknüpfen. Aber 0 oder 1, das heißt falsch oder wahr, ist insgesamt wahr. Andersrum auch, wahr oder falsch ist wahr. Und wahr oder wahr bleibt auch wahr, also bleibt hier auch die 1. Können wir uns die Implikation noch anschauen, was heißt es? Also 0 impliziert 0. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Fall. Was heißt das, was aus was Falschem irgendwas folgert? Wenn vorne bei der Implikation was Falsches steht, ist der Wert immer 1. Das heißt, aus was Falschem kann man quasi alles folgern. Genauso, wenn 0 impliziert 1 gefragt wird, ist der Wert immer noch 1. Also aus 0 folgt immer, dass die Aussage wahr ist insgesamt. Was Falsches ist, dass wir aus was Wahrem was Falsches folgern. Also 1 impliziert 0. Ist 0, das heißt, das ist falsch. Aus was Wahrem, was Wahres ist aber richtig. Also 1 impliziert 1, ergibt hier vorne die 1. Das heißt, so kann man sich sozusagen schon mal merken, wie die elementaren Operationen interpretiert werden. Und jetzt können wir das uns ähnlich anschauen für kompliziertere Operationen und das einfach mit so Tabellen ausrechnen. Wie sieht es aus für Implikationen? Also wir schauen uns an A und B. Und wir schauen uns an, diese Formel A impliziert B. Ich hatte ja vorher schon sozusagen gesagt, wie wir das interpretieren wollen. Jetzt rechnen wir mal nach. Wir hatten ja als Schreibweise definiert, nicht A oder B, dass das tatsächlich das Gleiche ist. Also das, was auf der vorherigen Folie steht, tatsächlich stimmt. Wir rechnen es einfach mal nach. Ich meine, meistens kann man das ganz schön machen, wenn man das so als Tabelle hinschreibt und sich dann einfach für A und B alle möglichen Kombinationen anschaut. Also 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1. Und dann einfach durchrechnet, was da rauskommt. Das hier vorne habe ich einfach mal von der letzten Folie kopiert. Ich habe ja gesagt, aus 0 folgt immer 1, also aus was Falschem kann man alles folgern. Das heißt, hier vorne stehen zwei Einsen. 1 impliziert 0 ist falsch und 1 impliziert 1 ist wahr. Und jetzt rechnen wir einfach mal aus, was hier diese zweite Spalte bedeutet, also nicht A oder B. Fangen wir mit 0 und 0 an. Nicht 0 ist 1. Dann steht hier 1 oder 0. Das ist insgesamt 1. Hier vorne steht nicht 0, ist wieder 1, sondern steht hier 1 oder 1. Ergibt auch eine 1, ist auf jeden Fall wahr. In der dritten Zeile steht hier nicht 1 oder 0. Nicht 1 ist aber 0, da steht hier 0 oder 0, das gibt 0. Und in der letzten Zeile steht hier nicht 1 oder 1, also 0 oder 1, das ergibt auch wieder eine 1. Wenn wir hier vorne vergleichen, haben wir hier auf beiden Seiten genau das Gleiche stehen. Das heißt, diese beiden aussagenlogischen Formeln gelten tatsächlich immer genau dann, wenn die andere gilt. Also A impliziert B ist wahr genau dann, wenn nicht A oder B wahr ist. Wir schreiben dafür auch A impliziert B mit drei Gleichheitszeichen, nicht A oder B. Also die Formeln sind sozusagen äquivalent. Okay, schauen wir uns mal ein Beispiel an mit drei Variablen in der Tabelle. Zum Beispiel gilt A oder B in Klammern impliziert C oder nicht A in Klammern für alle Belegungen beta. Das ist vielleicht ein guter Moment, wo du das Video einfach mal auf Pause stellen kannst und mal selber ausrechnen kannst, ob das Ganze stimmt oder nicht.
Ich löse es jetzt mal auf. Also, wir machen eine große Tabelle. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht jede einzelne Zeile durch, sonst sitzen wir quasi morgen früh noch hier. Aber vielleicht ein paar Tipps, wie man das in der Praxis machen kann. Also, wenn wir drei Variablen haben, schreiben wir uns die hier vorne in drei Spalten hin, A, B und C. Und um aufzupassen, dass wir tatsächlich auch alle Kombinationen haben, sollte man sich da so ein Schema überlegen. Ich mache das immer so, ich fange quasi wie mit den Binärzahlen an. Erst nur 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 und 1, 1, 1. Also ich habe 8 Kombinationen. Das Wichtigste ist, bevor man anfängt, irgendwas zu rechnen, erstmal die ganze Kombination hinschreiben. Dann kann man sicher sein, dass man nichts vergisst. So, jetzt ist es natürlich vielleicht relativ komplex, direkt die ganze Formel hinzuschreiben. Also ich teile das erstmal in zwei Teile auf. Ich gucke mir den ersten Teil an, A oder B. Ich gucke mir den zweiten Teil an, C oder nicht A. Rechne das wie auf der letzten Folie auch für diese Kombination einfach aus, was da rauskommt. Und dann schaue ich mir im letzten Schritt an diese Implikation. Das heißt, ich muss mir nur noch diese beiden Spalten anschauen und jeweils die Implikation hier zwischen. Zum Beispiel 0 impliziert 1 ist 1, weil aus was Falschem immer eine wahre Aussage folgt und so weiter und so fort. Das heißt, gehe ich das aber einfach durch und rechne hier meine einzelnen Nullen aus, genauso wie ich es vorher schon mal erklärt habe. Jetzt war die ursprüngliche Frage, gilt diese Aussage für alle Belegungen beta? Na, wir schauen einfach durch, für diese gilt es, für diese, für diese, für diese. Also die Belegungen stehen dann immer hier vorne. Aber wir haben hier vorne zwei Nullen gefunden, das heißt für alle Belege beta gilt es nicht. Und wir haben damit unsere Frage beantwortet. Okay, das nächste Beispiel ist relativ berühmt, das sind die sogenannten De Morganschen Regeln. Wie sieht das aus? Wir behaupten Folgendes. Wir behaupten, dass wir Klammern wie folgt berechnen können mit Negation. Also wir sagen nicht A oder B ist das gleiche wie nicht A und nicht B. Also wenn man die Negation in die Klammer reinzieht, dann ändert sich das Zeichen von oder zu und. Wie beweisen wir das? Naja, genauso wie vorher auch, immer mit einer Wahrheitstafel. Also wir schauen uns wieder A und B an mit den Belegungen 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 und schreiben auf der einen Seite die Formel nicht A oder B in Klammern und auf der anderen Seite die reingezogene Formel, also nicht A und nicht B. Und rechnen einfach Zeile für Zeile aus, was die Wahrheitswerte sind. Ich habe das da vorhin schon mal gemacht. Und dann vergleichen wir einfach und sehen, aha, wir haben hier in beiden Spalten, sowohl hier als auch hier, immer genau die gleichen Werte. Das heißt, in diesem Fall haben wir recht gehabt und es stimmt überein. Man kann genauso gut sagen, wenn wir uns die Formel anschauen, die etwas längere, wo wir dazwischen genau dann wenn schreiben, also nicht A oder B gilt genau dann wenn, nicht A und nicht B, ist allgemeingültig, das heißt, die ist wahr für alle Belegungen. Ja, weil wir hier immer in beiden Spalten die gleichen Werte geschrieben haben. Übungsaufgabe, ja, man kann das genauso gut zeigen, wenn man und oder vertauscht. Also analog gilt es nicht, A und B in Klammern, äquivalent ist zu der Aussage nicht A oder nicht B. Also hier ist es genauso, wenn man es nicht in die Klammer reinzieht, tauscht sich in der Mitte das Zeichen. In diesem Fall von und zu oder. Also, um zu gucken, ob du alles richtig verstanden hast, lade ich dich ein, einfach mal zu versuchen, das zu zeigen und genauso eine Tabelle dafür hinzuschreiben. Fassen wir nochmal zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Wir haben uns jetzt mit der Semantik von Formeln beschäftigt, das heißt, jetzt wissen wir auch, was Formeln bedeuten. Und wir können ausrechnen, mithilfe einer Wahrheitstafel zum Beispiel, ob eine Formel wahr oder falsch ist. Was machen wir im nächsten Video? Jetzt schauen wir uns Formeln in der Prädikatenlogik an. Ja, also bisher war es so, dass die Formeln immer Variablen hatten mit Werten 0 oder 1. In der Prädikatenlogik können die Variablen auch mehr Werte annehmen, zum Beispiel alle natürlichen Zahlen, alle reellen Zahlen und so weiter und so fort. Und dann macht es auch Sinn, plötzlich über Quantoren zu sprechen, das heißt, die Formeln werden deutlich komplexer. Wie das genau ausschaut, erkläre ich euch dann im nächsten Video. Bis dahin!